Gut, so. Speedy Bomben. Also wer will, kann ja irgendwie versuchen, diesen Trick mal grundnäher zu bringen, und dann kriegt er auch seine Sachen sehr schnell fertig gebaut. Wow, was war das denn? Jumpt dieser Scheißbaum gegen mich. Gut, der bleibt da hängen, das ist perfekt. So, dann war als nächstes noch der hier, das sehe ich doch. Und der da vorne auch noch, und der hier, der neben dem hier war, muss auch noch. Ich finde es ja auch immer wieder lustig, wie Gronkh immer sagt, dass die Tricks, die man ihm versucht näher zu bringen, oder halt so gewisse Kniffe, nicht klappen würden, nur weil er sie dann falsch anwendet, weil man sie halt, weil er sie beim Erklären, schriftlichen Erklären da, nicht so dann umgesetzt bekommt, wie man es meint. Man, ja, das stimmt ja alles so toll, nee, das stimmt eben nicht und bla bla bla. Bei anderen kann es sein, dass es aber stimmt, werter Herr Gronkh. Deswegen schmetter doch nicht einfach nieder, was eventuell bei dem, bei der einen Person richtig ist, was er aber richtig hinbekommt. Nur weil du es nicht hinkriegst. So, der und der hier noch, das sind die letzten beiden, die ich noch fälle. Ich weiß, da vorne ist schon wieder so ein Nicht-Blinkender gewesen, aber wir fällen erstmal zu Ende diesmal. So, habe ich die drei da nicht markiert? Die drei Bäume da sehen doch eher so aus, als ob ich die markiert hätte. Da, der hier war es noch. So, die drei rechts da, ab dem zweiten rechts vom toten Baum hier. Hat ich die nicht markiert? Sehen irgendwie so aus, als ob die hier im Bereich gewesen wären, wo ich die Bäume weghacken wollte. Naja, wir holen eben mal von hier hinten die Dinger erstmal. Wissen genau, wo ist der jetzt hin? Aloe Vera, Aloe Vera, da ist er. Aloe Vera. Gut, wir haben alles in der Nähe, passt. Auch Aloe Vera haben wir hier in der Nähe. So, ich glaube, wir haben tatsächlich genug Bäume gefällt, um den Rest zu Ende zu bauen. Erstmal machen wir unser Hütchen zu. Hütchen zu. Hütchen zu. Und dann bauen wir unsere Stage. Stage Diving ist für Gewinner. So, natürlich kriegen wir jetzt Nacht. Und natürlich kann er die Baumstämme auch mit einer Hand halten, deswegen kann auch das Feuerzeug eben mal so zücken. So. Bauen wir erstmal eine Seite Stage aus oder machen wir direkt beide Seiten gleichzeitig? Ich weiß es nicht, aber fliegende Tische gehen ja auf den Senkel. Wir brauchen auch Licht. Und müssen entzünden, deswegen klicke ich gerade wie wild auf der Tastatur rum. Man hört es auch wahrscheinlich leicht. Gut, das wäre genug. Dann hier noch. Weil wenn doch tatsächlich noch Einwohner hier rumlaufen sollten, dann will ich die auch sehen können. Und nicht wie vorher da im Dunkeln tappen und denken, hey, da ist doch jemand oder nicht. Hey, ist da jemand? Hey, hallo, hier, hallo, hey, hallo. Hey. Also ich habe da schon scheinbar Blätter reingeworfen, bevor ich das Ding entzündet habe. Zumindest hat es sich so angehört. Ups. Wir haben noch 870 Blätter, die sollten das endlich mal fixen, dass sie wieder angezeigt werden. Das ist nervig so, und das sollten wir auch fixen. Wenn die Tische schon so agieren, dann sollte man die diese überkreuz liegenden Tische da rausnehmen oder zumindest nur nebeneinander setzen, weil so bringt das bitte nichts.
Danke. Ja, der Tisch wollte mich eindeutig angreifen. Wie gesagt, korrumpierte Tische von den Ureinwohnern. Die wollen eben nicht, dass man bei ihnen baut. Das gibt mir nur das Gefühl, dass ich wirklich jede einzelne von diesen Hütten zubauen sollte. Und die tauchen ja sowieso nicht in Hütten auf, sondern innerhalb des Dorfes. Was natürlich, finde ich, besser wäre, wenn die in den Hütten auftauchen würden und eventuell auch ein Dauer-Respawn, sage ich mal, eingebaut wird, dass jedes Mal irgendwie nachts die Einwohner dann neu kommen können. Okay, natürlich, eine Insel kann nur eine gewisse Menge Einwohner beherbergen. Es kann ja nicht permanent neue Einwohner kommen und es ist immer so, dass dann dass es nicht unendlich Menschen auf einer Insel gibt. So ist das nun mal. Aber naja, hier, das ist ein Survival-Game. Irgendwie sollte man dann halt so eine gewisse Art, sag ich mal, einbauen. Weil irgendwann, man haut die einfach alle tot und man macht das ratzefatz eben mal schnell, so wie hier jetzt. Keine Ahnung, in wie vielen Folgen das jetzt gewesen ist, dass wir die alle Einwohner einfach weggeklatscht haben und dann, ja, waren sie weg. So. Wie sieht's denn aus? Wo, in welche Richtung? Da vorne. So, das heißt, wir müssen das leider quer machen, wenn wir das schon... Wir könnten... Wenn wir jetzt hier noch treppenmäßig einen weiteren Flur hinbauen, könnten wir es vielleicht dann eine Stufe höher machen und dann hier einfach mal weiter in diese Richtung und dann dahin, aber dann nee, wird nicht klappen, weil das hier zu weit runter geht, da werde ich nicht mehr andocken können. Wir überlegen uns was, sobald wir fertig gebaut haben. Dann können wir zwar nichts mehr da andocken, aber wir können auch jederzeit neu bauen, sage ich mal. Also neue Sachen anbauen, um dann diese so, wir können ja jederzeit hier einfach dann irgendwas Neues anfangen, um dann anzudocken und diese angefangenen Sachen, die nicht passen, wieder rausnehmen. Das ist ja kein Problem. So, ich bin gerade hier ein bisschen. Wir brauchen nur noch 9 Baumstämme und wir haben viel mehr gefällt. Juhu. War hier nicht gerade ein Durch? So Durch hier könnte ich gebrauchen, ne? Nur mal so nebenbei hier. So. Das ist natürlich auch schön, wenn die Vögel ignorieren, dass die Bäume wechseln. Da war nämlich gerade ein Vogel in der Luft. Sondern wenn er von hier guckt, ne. Der ist einfach so in der Luft am Stehen gewesen, weil da ja ursprünglich mal ein Baum war. Der Vogel ignoriert und setzt sich einfach hin. Für ihn ist immer noch ein Baum da. So und so. Und weiter. Einmal so und einmal so. Und dann brauchen wir nur noch einen einzigen Lock. Das heißt, wir haben eine unschöne Menge zu viel gefällt. Und zwar ein Lock. Wir haben einen Lock zu viel, oder wie? Hier sind keine runtergerollt. Okay, wir haben genau perfekt gefällt. So dass nur ein einziger Lock übrig bleibt. Ja, wofür verwenden wir den jetzt? So, den stopfe ich jetzt einfach dazwischen. Hopp. Also nein, warte, hier müssen wir ja noch. Hier machen wir einen rein, so. So ein Querstrebe weiter noch dazu. So. Unsere Stage ist fertig. Und kann ich... Ach nee, da sind noch... Da sehe ich noch 2 Docks. Und es klappt nicht. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich einen Locker an der Pforte habe.
Ha, so kann ich es entfachen. Geil, passt. Ich muss zwar nah ran, aber es klappt. So, was noch? Wir haben jetzt ziemlich schön was gebaut. Ich habe Material für 5 Folgen. Und das ist natürlich sehr schön, weil ich will ja Folgen möglichst nicht länger als eine halbe Stunde halten. Jetzt komme ich von beiden Seiten hier hoch. So, was können wir noch machen? Einmal ab. Mal gucken, kann ich von hier rein? Ja. Das heißt, theoretisch hätte ich auch das da oben noch zumachen müssen. Wir könnten jetzt schlafen gehen, wir könnten. Es ist. Glaube ich gerade wechsle auf Tag oder so. Oder wir sind einfach zu nah am Feuer. Wir gehen einfach mal schlafen. Das ist doch schön. Wir haben uns eine echt gute Hütte gebaut. Okay, eventuell könnten die von hier, weil die können ja richtig gut springen, tatsächlich hier reinkommen. So, und auf jeden Fall müssen wir noch Fallen bauen. Dafür wäre es aber gut zu wissen, wo genau die hier eventuell spawnen. Wo deren tatsächlichen Spawnpoints sind. Das heißt, ich müsste einmal laden und diese ganzen Grafikfehler, die hier verursacht sind, bitte ich zu entschuldigen. Ich glaube, irgendwie wird so teilweise die Höhlen eingeblendet und alles. Oder sind einfach. Das sind extrem schnell fliegende Vögel. Das sind tatsächlich extrem schnell fliegende Vögel. Die haben echt Riesenmist gebaut. Ganz ehrlich. So. Flying Attack from the Roof. Ah, Rooferdach. So. So war das. Roof Dive. Könnte man machen. Zu der Sache von vorher, die wir nicht geklärt bekommen haben, weil mir das englische Wort für Dach nicht eingefallen ist. So. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir die neuen zwei Höhlen finden. Ich würde doch sagen, wie machen wir das am besten? So, die kennen wir ja schon, dass man die sammeln kann. Was der liebe Gronkh ja nicht weiß, egal was man sammelt, man kann nur einmal anpflanzen gehen. Und es ist zufällig, was wächst. Es ist nicht bestimmt von dem, was er als letztes gesammelt hat. Ah, hier ist es auch direkt. Hier hatte ich mir gedacht mal irgendwie. Nee, es ist nicht, doch nicht so eben, wie ich gedacht habe. Seht ihr das mit diesen extrem schnell fliegenden Vögeln? Ich muss mal gucken, vielleicht baue ich das einmal ein, dass man das genauer sieht. Für die, die das eventuell wegen der tieferen Grafik dann nicht sehen oder so, keine Ahnung, gibt ja mehrere Gründe, warum man das nicht genau erkennen kann und vielleicht bei einem Video. So. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist auch hier jetzt ein Höhleneingang eingebaut irgendwo. An diesem Rand hier. Also eigentlich sollte man die hier wohl zerstören können, aber vielleicht habe ich mich auch einfach verlesen. So, hier sehe ich nirgendwo einen Höhleneingang. Wir müssen nämlich sowieso noch eine Rusty Axe finden. Da wäre es ganz gut zu wissen, was so in den neuen Höhlen abgeht. Ich fände es auch logisch, wenn die neuen Höhlen die neuen Völker, sage ich mal, beherbergen würden. Hier ist. Das ist keine Höhle, oder? Nein, hier haben die keine Höhle eingebaut. Auch wenn es so irgendwie sporadisch danach aussieht, dass da mal eine Höhle kommen soll oder so. Wir sollten vielleicht irgendwie noch fressen, bevor wir in die Höhle gehen. Damit wir nicht so viele Snacks und so dort verbraten. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist ganz viel Durchhaut.
da ist, was Scheiß drauf. Marigold und Aloe wäre es das, was ich brauche. Und Lurche natürlich, aber ich meine jetzt hier von dem, was ich an. So, haben wir dieses Dorf gefunden. Bei diesem Dorf gab es auf jeden Fall auch einen Höhleneingang ganz nah. Und zwar, wenn man zwischen diesen beiden hier, wenn man so guckt, da, diese zwei stehen nah, und dann hier zwischen diesen beiden hergeht, in Richtung meiner Hütte da jetzt. Und genau, hätte ich mich gar nicht nach rechts bewegen sollen, hier links ist dieser Höhleneingang. Aber das hier ist ein alter Höhleneingang. Egal, wir gehen jetzt trotzdem mal hier rein. Ein bisschen Stuhlgequetsche eventuell. Nee, noch nicht. Da liegen die Stickies. Unbekannterweise warum. Oh, oh, nein. Ihr zieht uns da nicht rein, ihr Arschgeier. Diese Arschgeier. Ich gehe nur in die Nähe. Und schon werde ich da reingezogen, regelrecht. In den Tod. So. Da oben sind Taschen. Haben wir hier Taschen? Aber inzwischen? Ja, haben wir. Haben wir Batterien? Ja, haben wir. So. Wir haben aber keine Pfeile bisher. Das heißt, wir machen erstmal ein paar Pfeile. Weil dann kann man hier in den Höhlen wirklich einiges anfangen. Das seht ihr gleich noch. Das hatte ich nämlich eigentlich schon noch vor, beim letzten Update schon zu zeigen. Aber habe ich dann im Endeffekt doch nicht getan. So, das hätten wir. Gehen wir nochmal schnell zurück. Und holen uns diese Stickies hier. Warum auch nicht, wenn die schon da sind. So, und jetzt sollten wir langsam vorsichtig gehen. Sonst bemerken die uns noch. Die Taschen und dass die leuchten, finde ich ja sowieso sehr lustig. So, jetzt haben die sich ja noch nicht bewegt. Wir sind nur aufgestanden. Wir nehmen den Bogen. Nein, ein bisschen nach rechts. Ein bisschen höher. Hallo, treffen wir die auch mal? Wir treffen die nicht. Ich weiß leider auch nicht, wo die landen. Gucken wir mal, ob wir den da treffen. Ich treffe die nicht. Die haben anscheinend auch was an dieser am Bogen getan. Vorher sind nämlich die Pfeile. Viel gerader geflogen. Aber wir können ja auch näher rangehen. Was ich doof finde, ist, dass man diese dass man die Helme nicht nehmen kann. Hallo? Also vorher, wenn die so geschlafen haben und die vom Pfeil getroffen wurden, waren die nach einem Schuss tot. Entweder die fliegen jetzt tatsächlich so kurz, dass ich die einfach nicht treffe, oder die richten jetzt wirklich gar nichts mehr aus. Scheinbar soll ich den angeblich getroffen haben, aber es macht gar nichts mehr aus. Gut, dann machen wir Folgendes. Ja, die Axt würde ich sagen, ne? So.
So, wir leuchten die gerade an. Ist hier noch irgendwo jemand? Ne, sind scheinbar nur die drei. Haha! Ich fass es nicht. Die werden einfach nicht getroffen. So schnell wie möglich erledigen. Du kriegst auch noch was ab, keine Sorge. So, ich mag es nicht, Leichen liegen zu lassen. Ist halt generell so meine Art. Deswegen zerstöre ich die direkt. Da hat der mich gut getroffen, ganz ehrlich. Oh. Ist aber gut. So. Ach, die Seile können wir noch gar nicht gebrauchen. Die kann man immer noch nicht aufheben, ne? Nee. Idiotisch. Wieso nicht? So, gibt's hier noch irgendwo was? Irgendwas, das uns gefallen könnte. Die Lampe kann man auch nicht aufheben, finde ich ja auch idiotisch. Ich mir Material ins Spiel gebracht, dass die, dass man eigentlich so schön nutzen könnte, um das Spiel noch zu verfeinern, aber nein, die nutzen es ja noch nicht einmal. Wo sind wir jetzt hingegangen? Ach, zu dieser Abzweigung hier. Ach, hier ist auch noch so schön. Gehen wir mal so ein bisschen geduckt. Ach, der ganze Boden hier ist. Oh, echt grafischen Mist haben die gebaut. Das ist unfassbar. Was diese Riesenhöhle und alles. Ne, ignorieren wir gehen wieder raus. Ganz ehrlich, ich bin dermaßen enttäuscht, was die hier an Mist gebaut haben. Ups, falsche Richtung da lang. Ja, ich weiß, die wollen das Spiel verbessern, aber super. Es ist wirklich, es ist klasse, dass die Patches auch ankündigen. In so und so vielen Tagen kommt das nächste große Patch. Aber das der Patch bringt ja auch nichts, wenn damit Scheiße eingebaut wird. Die sollten die Sachen wirklich zu Ende machen und dann patchen. Und nicht schon einbauen, wenn es noch gar nicht ordentlich zu Ende gepatcht ist. So, da waren wir gerade unten, hätten wir auch kürzer hier hochkommen können. Wir gehen noch mal kurz in diese Richtung hier. So, hier haben wir den Bock, hier haben wir gleich. Ah ne, hier ist das Ende. Stimmt, aber hier haben wir ganz viele Sachen, die wir aufheben können. Noch irgendwas? Nö, toll. Hier war mal mehr, als ich hier gestorben bin und hier oben gespawnt bin, war hier mehr. Komisch. Haben hier eventuell auch ein paar Sachen wieder rausgenommen. So. Ich weiß auch gar nicht, wie sieht das eigentlich aus, wenn man Batterien findet. Da habe ich noch nie drauf geachtet.
Ich bin jetzt extra gesprungen in dieser kleinen Lücke, weil da haben die jetzt, ganz ehrlich, die haben für mich so viel hier versaut, dass ich da schon Angst habe, dass ich dann da durchfalle. 6 Stück haben wir. So, durchs in die Höhle gehen, wieder rausgehen, tauchen. Hier draußen wieder Einwohner auf. Ich bin echt ein brutaler Kerl. So, das ist die schnell sterbende Mutti hier. Den machen wir auch eben zu Ende tot. Hallo. Geht doch. So, das heißt, nur weil wir kurz in der Höhle waren, haben wir hier draußen wieder Spaß. Juhu! So, könnte es sein, dass wir hier, dass dieser, vielleicht dieser Lake Reese oder so war, der da angesprochen wurde in den Patch Notes? Ich weiß es nicht. Oh man, den hier echt viel grafisch verbuggt, ey. Ach, es tut mir leid. Hier sieht das nicht so aus, als ob irgendwo eine Höhle wäre. So, ganz viel Marigold gewesen, nice. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt schon wieder den Strand. Hier sind ja auch noch Höhlen, das wissen wir ja. Ignorieren wir getrost, weil die sind uns gerade egal, diese Strandhöhlen. Nein, ist keine neue Höhle. Mag zwar ähnlich aussehen, ist es aber nicht. So, wir müssten hier irgendwo auch unser Flugzeug sehen. Ah, das ist weiter in die Richtung. Egal. So, hier die Höhle kennen wir auch schon. Es wäre für mich ganz schön, wenn irgendjemand schon eine Map mit, wo die neuen Höhlen drauf sind, gemacht hätte. Tut mir leid, dass du so eine schnell sterbende Mutter bist. Ich würde echt gerne wissen, wo die neuen Höhlen sind. Ich weiß zwar, wo die alten sind, da bin ich nämlich gerade auch von dreien, sage ich mal, wieder weggelaufen. Und nochmal die, wo wir schon drin waren. Und noch einmal die eine, die weiter hinten in diese Richtung liegen müsste. In der Nähe, wo Gronkh oft sein Lager aufgeschlagen hat. Aber... Juhu, ein Lurch! Wir finden doch nochmal Lurche. Blech. Das ist aber scheißegal, dass da ein Snickers oder so... Nee, Stoff drin ist. Ach komm, holen wir das auch nochmal schnell. Hier sehe ich auch nirgendwo einen Höhleneingang. So, ich brauche wieder ein paar Snickers und so. Das quietsche gerade wieder, tut mir leid. Hier ist keine Höhle, wie es scheint. Ah, Mann. Vielleicht muss ich nachher mal raussuchen, wo die Höhle ist. So. Hier hinten ist schöne Felder und alles. Hier könnte man eventuell was hinbauen. Hier haben wir... Ich wollte schon sagen, Loch ohne Boden. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wenn es dieses Loch ist. Noch ein bisschen quer in diese Richtung hier. Das ist ja schon die andere Insel. Das ist genau da, wo ich dachte, wo wir sind. Und dann gucken wir. Ist vielleicht da auf der Inselhöhle eingebaut worden? Vielleicht meinten die ja die Insel da. Was auch schön wäre, wenn die einbauen würden, dass
dass man tauchen könnte und dann irgendwie einen Weg unter Wasser in eine Safe-Höhle oder so, oder dass da halt in eine Höhle ein Unterwasserweg ist. Haha, hat geklappt, geil. So, wir haben wieder drei Fische. So, hier haben wir das, diesen Lake, den ich ursprünglich meinte. 7,4, wir trinken mal was. Wenn hier ein Höhleneingang irgendwo sein soll, ist meine Frage, wo? Ich finde eigentlich eher, dass dieser See hier irgendwie, keine Ahnung, von denen gemieden werden sollte. Das sollte so eine richtig geile, schöne Location sein, dass die Gegner hier gar nicht erst hinlaufen. Dass man so gesehen freien See hat. Einen gegnerfreien See. Das wäre äußerst geil. Was man hier am See hat. Oh, hier ist natürlich eine sehr schöne Stätte mit einem kleinen Teich und alles. Hier sind, glaube ich, keine Fische dran. Na super. Egal. Recht eine ziemlich gerade Stätte ist das hier bei denen, wo man theoretisch was bauen könnte. Jetzt nicht hier, aber da vorne meine ich jetzt.